plastic swipe. Jeg tror, det er muligt, at det er sådan en forhold. Terroristen vom Iris-Netzwerk verbreiten üble Propaganda gegen die Alpha-Abteilung. Die sogenannten Beweisfotos, die in ihrer Untergrundzeitung veröffentlicht wurden, sind nichts als gut gemachte Fälschungen. Terrorist... Shawnee, während du auf die nächste Ausgabe von Iris wartest, könntest du bei Ming Tzu's beim Springbrunnen vorbeischauen und einen Perlendetektor kaufen, falls du Probleme hast, welche zu finden. Jade! Die Ware ist angekommen. Sie haben mir nur einen Flugstabilisator geliefert. Ich lege ihn für dich zurück. Ich habe schon einen Sternschalter gesehen, im Ostviertel, hinter dem Brunnen. Team nicht auflösen. Carsten und Peter, Seite 823. Egal was passiert, lassen Sie sich nicht erwischen. Die kennen keine Gnade.
Fischer gab mir eine Perle, die er in einer Höhle fand. Ich biete sie zum Verkauf an. Interessiert, kommen Sie vorbei. Iris 511. Neue Entführungswelle in der Fußgängerzone. Reporter Double H. Die Doms haben der helianischen Bevölkerung letzte Woche wieder schwer zugesetzt. Weitere 850 Leute wurden in dieser Zeit als vermisst gemeldet. Der sogenannte Schutz, den die Alpha-Abteilung vor den Doms bieten soll, ist mehr als lächerlich. Iris 512. Helis mit Doms Meteoren beschossen. Reporter Double H. Die Kanäle, die Mamagu-Werkstatt und das Refugium am Leuchtturm unter schwerem Beschuss durch die Doms. Die Schutzschilde sind nicht in der Lage, die Doms Meteore aufzuhalten. Die Alpha-Abteilung tauchte erst nach dem Alarm am Schauplatz auf. Die Alpha-Abteilung ist unfähig, den Schutz von Hillis zu gewährleisten. Iris 513. Menschenhandel in der Nutri-Pillenfabrik. Reporter Double H und Shawnee. Alpha-Abteilung behauptet, die Shuttles zwischen der Fabrik und den Schlachthäusern würden der Versorgung der Soldaten dienen. Aber unsere Reporter haben diese Orte erfolgreich infiltriert. Die Fabrik ist nicht mehr als eine Tarnung für Menschenhandel. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Shuttles zwischen... Hunderte von Opfern werden täglich unter Überwachung der Alphas dorthin gebracht. Die Alpha-Abteilung selbst wird von den Doms kontrolliert. Die Alpha-Abteilung sind Verräter im Dienst der Doms. Iris 514.
Bewohner von Hillis von der Alpha-Abteilung entführt. Ein Bericht von unserer Sonderkorrespondentin Shawnee. Endlich wissen wir mehr über die Entführungswelle, die die hillianische Bevölkerung in Atem hält. Die Opfer werden über das alte Schlachthaus unter Aufsicht der Alpha-Abteilung verschifft. Dort angekommen, werden sie in Doms-Sarkophagen versiegelt zum Mond gebracht. Die Alpha-Abteilung und die Doms vernichten die hillianische Bevölkerung. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du wolltest ihnen helfen. Du hast dir geschworen, auf sie aufzupassen, immer da zu sein, um sie zu beschützen. Wie traurig, Leute. Stimmt's? Leute, wie echt traurig. Aber es ist alles anders gekommen. Ich muss nicht schreien, Leute. Die Kinder sind weg. Und du? Du konntest nichts tun. Wer du bist, hast du geglaubt, du hättest etwas dagegen tun können? Nein, Buff. Du hast dich getäuscht. Vollkommen und absolut getäuscht. Niemand kann etwas tun. Alle noch.
schicken, dann kannst du dir Geld hinschicken. Did you need to just take? Just, I'm just